Wird's aber hier richtig durcheinander. Dietz wird spielen, Karazor wird spielen, Hober ebenso. Das können wir alles gar nicht aufnehmen. Und Diekmann auch, also der bringt quasi seinen kompletten Kader hier zum Einsatz. Auch Hamadi Al. Spielt. Da habe ich gedacht schon, der würde 2015 war das, glaube ich, zu einem anderen Dortmunder Club wechseln. Aber dann hat er quasi auch Bewährung noch ein bisschen Zeit bekommen. Ja, jetzt ist er noch da. Gut gemacht! Schöne Kombination da. Und der kleine Dribbler, Christian Pulisic, der selbst diese Möglichkeit einleitet und den Ball zurückbekommt von Hamadi. Mit 26 Jahren Länderspieldebüt gegeben. Und die beiden Fälle. Achtung. Bei der EM so eine Art Publikumsliebling wurde, wenn er dazu bekommt, dass er zum richtigen Zeitpunkt und nicht dauernd dieses Nachspielzeit muss es nicht geben. Zuschauer haben drei Tore gesehen, etliche Torchancen waren auch schon ein paar ordentliche Namen. Damals gab es ein 3-1 Sandhausen. In Sandhausen ja eine Gemeinde im noch mal wenig jetzt wirklich zwingende Szenen hatte auf dem Weg nach vorne. 19 Jahren. Im Mai 2016 hat er sein Länderspieldebüt für die A-Nationalmannschaft gefeiert. Dortmund schaut jetzt nach Hause, probieren aber nach wie vor nach vorne zu spielen. Ja, was bringt es an Erkenntnis? Beispiel, die in Lauerstellung sind. Alles planmäßig. Es war schon vor Wochen gesagt, er wird im August ins Teamtraining zurückkehren. Das hat der Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun nochmal bestätigt. Hier steht am Ende ein 3:0, natürlich ein verdientes 3:0, aber Sandhausen hätte sich schon nochmal belohnen können. Jeder hat seine Spielzeit bekommen. Ist ja kurios. Der